Herr Flassbeck, Sie und Ihr Team hier bei der UNCTAD, der Organisation für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen, haben eine Studie vorgelegt, die die These von der Effizienz der Märkte fundamental aushebelt, widerlegt. In allen möglichen Märkten, von den Aktien bis zu den Rohstoffmärkten, haben sie nahezu identische Bewegungen ausmachen können, so als ob all diese Märkte der gleichen Logik folgten. Was ist der Grund für dieses eigenartige Gleichgeschaltetsein ganz unterschiedlicher Märkte? Nun, der einfache Grund ist, dass in all diesen Märkten dominant inzwischen die gleichen Akteure sind. Es sind die Akteure, die an den Finanzmärkten das große Spiel spielen. Und diese Akteure verhalten sich natürlich in allen Märkten ähnlich. Sie haben eine bestimmte Risikoerwartung. Wenn also die Konjunkturindikatoren, sagen wir, schlechter sind, dann erwarten sie, dass das Risiko für ihre Anlagen steigt. Und umgekehrt, wenn die Konjunkturindikatoren besser sind, dann erwarten sie, dass auch riskante Anlagen durchgehalten werden können. Und insofern erleben wir in allen Märkten das Gleiche, ob sie Öl nehmen oder Kupfer oder Soja oder Reis oder bestimmte Währungen wie der brasilianische Real oder andere solche Spekulationswährungen. Sie erleben immer das Gleiche. Die gehen alle zur gleichen Zeit rein ins Risiko und gehen alle zur gleichen Zeit raus aus dem Risiko, sodass sie eine völlig konforme Bewegung erleben. Und jetzt in der Tat, in den letzten Tagen wird ja auch darüber diskutiert, dass der Ölpreis fast 100% von Spekulation bestimmt ist und eben nicht von Angebot und Nachfrage. Das heißt, die These, dass die Märkte die Preisfindung optimal erledigen könnten, ist falsch. Zumindest diese entfesselten Finanzmärkte verzerren. Immer da, wo Finanzmärkte so stark hineinspielen, so dominant werden wie an den Märkten, die ich genannt habe, dann haben wir massiv verzerrte Preise, weil es eben nicht mehr von Angebot und Nachfrage abhängt, sondern von einer reinen, relativ blinden Erwartung, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter bessert oder dass es schlechter wird, wenn irgend jetzt ein Schock auftreten würde. Dubai war so ein Schock, Griechenland war so eine Art Schock. Wenn ein großer Schock dieser Art auftreten würde, würde das gesamte Gebilde sofort in sich zusammenklappen und dann hätten wir erneut viele Spieler, die überschuldet wären, weil sie mit Schulden gezockt haben und dann müssten die Staaten wieder einschreiten. Insofern hat sich nichts geändert, aber das Wichtige ist, wir haben nicht mal verstanden, dass eben durch diese Finanzmärkte massive Verzerrungen in die realen Märkte hineingetragen werden. Das heißt, all die schönen Kommentare, die man in der Financial Times, in Wall Street Journal lesen kann, über die Gründe, warum jetzt ein bestimmter Markt rauf oder runter geht, eine Devise auf- oder abwertet, ist alles für die Katz, kann man sich eigentlich schenken? Ja, also wenn ich mich morgens erheitern will, dann lese ich immer diese Kommentare, weil ich immer denke, da verwenden Leute viel Gehirnschmalz, um herauszufinden, warum jetzt gerade auch seit einer Woche der Ölpreis steigt, ohne zu bedenken, dass es mit Öl überhaupt nichts zu tun hat. Aber das hat natürlich eine enorme politische Dynamik, ist ein politischer Sprengsatz ohnegleichen. Denn wie gesagt, sobald diese Märkte jetzt kollabieren, haben wir auf der Finanzseite das gleiche Problem, aber wir haben natürlich auch in vielen realen Dispositionen uns ja auf diese Preise eingestellt. Nämlich der Ölpreis ist immer noch der wichtigste Preis für einen fossilen Energieträger, der über Klimawandel ganz entscheidend bestimmt. Wenn der jetzt kollabiert und wieder auf $30 geht und dort 2 Jahre bleibt, kann man unendlich viele Investitionen in nicht fossile Energie vergessen. Darüber reden unsere Politiker auch nicht. Unsere Politiker haben dieses Thema vollkommen ausgeblendet und deswegen sind wir wirklich in einer ganz gefährlichen, kritischen Lage, weil wir nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, eine klare Diagnose dieser Probleme vorzunehmen. Geradezu menschenverachtend ist diese Verzerrung des Marktes in den Rohstoffmärkten, wo es um Nahrungsmittel geht. Ja, Nahrungsmittel sind unglaublich wichtig dabei. Ich glaube, die Deutsche Bank ist inzwischen der größte Zuckerhändler dieser Welt. Und viele Hedgefonds und andere haben sich auf Nahrungsmittelmärkte sogar spezialisiert. Reis ist ein fast ausschließlich von Spekulationen getriebener Preis. Und da wird es natürlich dann auch moralisch unglaublich gefährlich und bedenklich. Und hier hat sich zum Beispiel hier im Hause der Menschenrechtsrat damit auseinandergesetzt und gefragt, können wir das zulassen? Und ich hoffe, dass da Folgeverhandlungen, Folgediskussionen gibt. Aber auch das wird von unserer Politik nicht zur Kenntnis genommen. Wir schließen die Augen, wir schließen systematisch die Augen vor diesen Fragen, obwohl sie sich so unglaublich aufdrängen und so tagtäglich die gesamte Welt beeinflussen. Für dieses sogenannte Herding, also für dieses Herdenverhalten in diesen spekulationsgetriebenen Märkten, haben Sie das schöne Bild des Stierlaufs in Pamplona gefunden, wo man also mit den Stieren möglichst vor ihnen wegrennen muss. Welche Rolle spielt denn da
die Informationsbeschaffung über die Informationstechnologien, dass immer die gleichen Informationen an die gleichen Akteure gehen, dass man mehr auf die Reaktion anderer Akteure spekuliert als auf Fundamentaldaten. Das ist schon immer so, das hat Mr. Keynes schon vor 80 Jahren beschrieben, dass das ein Schönheitswettbewerb ist und keine Suche nach wirklichen Wahrheiten und richtigen Preisen, sondern es ist ein reiner Schönheitswettbewerb. Ich versuche abzuschätzen, wie die anderen die Lage einschätzen. Das ist heute natürlich sehr viel schneller und viel rasanter geworden durch die moderne Informationstechnologie. Es gibt ja heute Händler, die handeln im Sekundenbereich oder im Millisekundenbereich sogar, also verkaufen und verkaufen in ganz, ganz kurzen Zeitabständen, was auch wiederum überhaupt nicht den Markt effizienter macht, sondern nur dieses Herding verstärkt, weil man sehr viel schneller kann die Herde in eine bestimmte Richtung rennen. Die Herde kann auch schnell wieder umdrehen, aber das sind ja alles keine Effekte, die uns irgendwie reicher machen oder die die Gesellschaft irgendeinen Ertrag bringen. Das Einzige, was sie bringen, sind kurzfristige Scheingewinne sozusagen. Auch das, was die Banken jetzt machen, sind ja Scheingewinne wieder auf der Basis solchen Herdenverhaltens. Und dann hinterher kommen die echten Verluste und dann muss die Gesellschaft wieder dafür eintreten. Und deswegen müssen wir das abstellen durch zwei Maßnahmen. Wir müssen einerseits den berühmten Sand ins Getriebe werfen von Herrn Tobin, der hat das so genannt. In die fettigen Räder, hat er gesagt, muss man etwas Sand werfen. Und das ist eine sicherlich wichtige Maßnahme. Die andere ist, dass wir einzelne Märkte vollkommen rausnehmen. Es darf keine Spekulation mit Nahrungsmitteln geben. Das ist für mich absolut selbstverständlich. Und es darf keine Spekulation mit Währungen geben, weil die Währungsspekulation richtet den größten Schaden an. Die drängt die Preise systematisch in die falsche Richtung. Wir sind ganze Länder kollabieren, wie Island oder Ungarn und andere jetzt in dieser Krise oder früher in Asien. Und das können wir einfach nicht zulassen. Diese entfesselten Finanzmärkte sind also ganz anders regiert, als man das in den Lehrbüchern der Volkswirtschaft lesen kann. Sie sind nicht auf Fundamentaldaten orientiert. Gibt es eine Geschichte dieser Entwicklung? Kann man da Etappen ausmachen, wie dieser Zustand heute zustande gekommen ist? Ja, das kann man ganz gut. Man kann sehen, es hat natürlich mit zunehmender Entregulierung zu tun in den letzten 30, 40 Jahren. Es gab ja ähnliche Erscheinungen in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das hat sich jetzt wiederholt. Warum? Weil man alle Lehren, die man damals gezogen hat, wieder vergessen hat, weil man bewusst alle Gesetze, die damals geschaffen wurden, wie diesen Glass-Steagall Act, der die Bankaktivitäten trennt, der wurde abgeschafft, weil es nicht mehr modern galt, weil man wollte ja das große Spiel sozusagen, die Banken beim großen Spiel und nicht nur die Banker als Kreditvermittler. Und das muss man wieder zurückfahren. Herr Obama hat ja einen vernünftigen Vorschlag in diese Richtung gemacht, zu sagen, wir müssen wieder trennen die reinen Casino-Aktivitäten, die wir nicht brauchen, von den echten Bankaktivitäten. Und natürlich werden nur solche Aktivitäten vom Staat gefördert und Zentralbankgeld zur Verfügung stellen für Banken ist eine massive Subvention, ist eine Förderung, ist eine hoheitliche Aufgabe. Und das können natürlich nur Banken bekommen, die Kredite vergeben und sonst nichts, und zwar Kredite für produktive Investitionen, aber nicht natürlich Institutionen, die mit dem staatlich zur Verfügung gestellten Geld dann sofort in die Casinos rennen und dort die Preise in die falsche Richtung treiben. Das ist eine ganz entscheidende Maßnahme und wir müssen identifizieren, was bringt für die Gesellschaft einen Ertrag und was bringt keinerlei Ertrag? Und die Geschäfte, die nur gefährlich sind, die keinerlei Ertrag bringen, die müssen wir verbieten. Jetzt hat in Davos vor ein paar Wochen der Bürgermeister von London sich schon gefreut, wenn die Amerikaner diesen Glass-Steagall Act wieder einführen, also die Trennung von Investmentbanking und normalem Bankgeschäft. Da würde die City von London sich füllen. Kann man das überhaupt so unilateral, selbst die Amerikaner? Ja, man kann unheimlich viel. Wenn die Amerikaner etwas machen, hat es schon eine unglaubliche Bedeutung. Wenn die Europäer sich anschließen würden, kann man den Rest vergessen. Dann würden es alle machen. Also es geht schon. Es müssen nicht 192 Länder eine solche Regelung einführen. Und die City von London würde sich wundern, wenn das konsequent eingeführt würde und man ganz sicherstellt, dass auch die Amerikaner niemals mehr einen Player an der City von London retten würden, dann würden sich ganz viele Player dort wundern. Denn die Amerikaner haben viele dieser Zocker rausgehauen. Diese Versicherung AIG, die von dem amerikanischen Staat alleine und vollständig gerettet wurde, hat auch verhindert, dass Deutsche Bank pleite gegangen ist und Goldman Sachs pleite gegangen sind. Die wären praktisch alle pleite gewesen, wenn sie der amerikanische Staat nicht gerettet hätte. Also insofern würden die sich alle dreimal überlegen. Und zu der Regelung gehört ja auch dazu, dass man klar trennt, was sind Nullsummenspiele, was sind Casinoaktivitäten. Und natürlich darf eine normale, vom Staat subventionierte Bank und auch vom Staat im Zweifel zu rettende Bank, eine richtige Bank, niemals einen Kredit für einen Nullsummenspiel
Nullsummspiel vergeben, denn aus Nullsummspielen kommen keine Erträge heraus. Und aus etwas, wo niemals ein Ertrag rauskommen kann, jedenfalls für die Welt insgesamt, da kann man auch keine Zinsen bezahlen, also darf es dafür keinen Kredit geben. Sie haben ja auch dafür plädiert, bei diesem Bailout genau zu unterscheiden, welche Banken wirklich systemrelevant sind und welche nicht. Kann man da ein objektives Kriterium finden? Nun, man kann Systemrelevanz natürlich unterschiedlich definieren. Die Bundesregierung hat systemrelevant alle erklärt, auch die Zocker. Für mich sind die Zocker nicht systemrelevant, für mich sind die Banken systemrelevant. Da, wo Einlagen von Bürgern liegen, wo Pensionsfonds große Gelder deponiert haben, obwohl das schon fraglich ist, weil die auch viele Gelder an die Hedgefonds geben. Das ist für mich systemrelevant. Alles andere ist überhaupt nicht systemrelevant. Wenn dann noch ein paar Zocker pleite gehen, weil wir einen Zocker in den Bankrott schicken, ist das überhaupt kein Problem. Und das hat die Politik nicht getan. Die deutsche Politik hat nicht klar erklärt, warum HRE systemrelevant war. Sie hat es nicht erklärt. Sie hat 100 Milliarden Bürgschaften und andere Stützungsmaßnahmen hineingegeben, aber sie hat niemals klar gesagt, warum das systemrelevant ist, wer pleite gegangen wäre, wenn man HRE getroffen hätte. Genauso wie natürlich auch die Diskussion, die in den USA jetzt angelaufen ist, nämlich war es gerechtfertigt, dass der amerikanische Staat alle Gläubiger dieser Versicherung vollständig auszahlt? War es gerechtfertigt, dass die Deutsche Bank 11 oder irgendwas Milliarden gekriegt hat? Hätte sie nicht nur die Hälfte kriegen müssen, wenigstens so, dass man, wie man das im Englischen nennt, einen Haircut wenigstens gehabt hätte? Das sind alles wichtige Fragen, die man beantworten muss. Nun will ich nicht unterschätzen, in der Hektik des Moments war das natürlich vielleicht auch nicht so einfach. Aber die Mindestaufgabe, die eine demokratisch gewählte Regierung hat, wäre doch danach zu sagen, so jetzt will ich aber wissen, was ist wirklich wichtig, was muss ich jetzt am Leben halten für die nächsten 20, 30 Jahre und was können wir den Bach runtergehen lassen. Das muss doch hinterher dann aber systematisch untersucht werden. Davon habe ich nichts gehört. Es gibt nichts. Es wird ja nicht mal darüber gesprochen. Weder der deutsche Finanzminister oder ich könnte sagen die Finanzminister, die der letzten Jahre, noch die Bundeskanzlerin haben jemals gesagt, wir müssen das unterscheiden. Zocken brauchen wir nicht. Herr Obama hat das gesagt, Herr Sarkozy hat das gesagt, Herr Volcker, der ehemalige Zentralbankpräsident, der Herrn Obama unterstützt, hat es ganz klar gesagt. Er hat gesagt, die einzige Innovation, die aus dem Bankensektor in den letzten 20 Jahren gekommen ist, ist der Geldautomat und sonst nichts. Und damit hat er sicherlich recht. Jetzt hat die Politik trotz der negativen Bilanz, die sie gezogen haben, sich gratuliert. Sowohl die G20-Treffen als auch das nationale Management der Krise sei super gewesen. Sie haben dagegen mit Ihrer Untersuchung festgestellt, dass diese Gleichförmigkeit in den Bewegungen andauert. Das heißt, dass im Grunde sich gar nichts geändert hat. Das heißt, nach der Krise ist vor der Krise. Ja, es hat sich überhaupt nichts geändert. Wie gesagt, der nächste Schock. Und wir stehen genau da, wo wir vor 2,5 Jahren gestanden haben. Es hat sich nichts geändert, das Zockerverhalten ist unverändert. Das, was die Banken jetzt stolz als neue Gewinne ausweisen, ist reine Zockergewinne. Ich meine, wenn man im Aktienmarkt im vergangenen Jahr investiert hat, in Anführungsstrichen, investieren sage ich da in Anführungsstrichen, angelegt hat, hat man natürlich Geld verdient, weil Horden von Zockern alle das Gleiche getan haben. Damit kann man Geld verdienen, aber damit hat sich die reale Welt noch überhaupt nicht geändert. Und genauso ist das, wenn ich an eine bestimmte Währung investiere und die Währung steigt wieder, nehmen wir den ungarischen Forint, dann ist das schädlich für die Volkswirtschaft. Die hätten diese Abwertung gebraucht, die sie vor einem Jahr hatten, nun haben sie wieder aufgewertet. Das bringt Schaden für diese Volkswirtschaft und ganz kurzfristigen Scheingewinn nur für diejenigen, die da im Casino mit dieser Währung spielen. Also das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und deswegen hat sich überhaupt fundamental nichts geändert.